Ich habe mich für die Patenschaft des Films Monte Verita entschieden. Warum habe ich das getan? Also es ist natürlich eine Zeit, und ich bin Historikerin, die mich schon immer sehr interessiert hat. Und zugegebenermaßen gibt es über diesen Monte Verita und seine Bewohner und seine Gäste Dokumentationen und authentischere Projekte, die vielleicht für jemanden, der sich ausschließlich informieren will, dem es um das Zeitgeschehen geht, bessere und vielleicht noch mehr ausgedehnte, mit größerem Resonanzraum versehene Filme. Aber dieser hier ist extrem sehenswert und anschauenswert. Er zeichnet sozusagen ein Vexierbild des beginnenden 20. Jahrhunderts und was es bedeutet, Frau zu sein oder Frau sein zu müssen, müsste man beinahe sagen. Eine Frau ist die Hauptfigur Hannah Leitner, die sehr ambitioniert versucht, Fotografin zu werden. Ihr Mann hat ein Fotostudio und sie würde ihm sehr gerne nacheifern, vielleicht sogar helfen, aber er lässt sie nicht. Stattdessen vergewaltigt er sie. Und dieser Film zeigt eindringlich auf, was es eben bedeutet, sich nicht zur Wehr setzen zu können. Sie flieht vor ihm, sie flieht zum Monte Verita, zu Otto Groß, zu Dr. Groß und lässt sich dort behandeln. Und dieser Film zeigt sehr schön, was es bedeutet, sich auf der einen Seite sehr zu identifizieren mit den Lebensformen auf dem Monte Verita und andererseits es komplett abzulehnen und überhaupt nicht damit zurechtzukommen, eben wegen des bürgerlichen Hintergrunds aus Wien. Die Bilder dieses Filmes sind berückend schön, seien es die Landschaftsbilder, die Landschaftspanoramen des Tessins, also Monte Verita liegt im Tessin, aber auch die Bilder, die gezeigt werden, gezeichnet, gebaut werden. Ich habe beispielsweise ein Kinderzimmer in Erinnerung, eine roséfarbene Seidentapete, die gespannt ist, Bettwäsche in Rosetönen, eine Frau in einem rosa Kleid darinnen. Und irgendwo findet sich dann doch wieder das Grün, also das komplementäre Element. Und davon gibt es viele Bilder in diesem Film. Und ich glaube, dass er schon allein aus diesem Grund sehenswert ist. Es ist keine authentische Geschichte, es ist eine ausgedachte Figur, die es so nie gegeben hat. Und ich glaube, das macht diesen Film auch so sehenswert. Ja, und insbesondere einen Blick zu werfen auf Frauen des beginnenden 20. Jahrhunderts, was sie aus ihrem Leben machen konnten und was eben auch nicht.